So, dann gucken wir doch mal, was uns in diesem Badezimmer erwartet. Die Schalter sind ja auch schon sehr alt, aber wie gesagt, ist ja in 95, ne? Da steht Wasserhahn zudrehen und dann wird es aufgedreht. Naja, keine Ahnung. Die Übersetzung stimmt hier nicht so ganz. Ich wollte eigentlich, dass dieses Tropfen aufhört. Einlagiges Toilettenpapier. Bequem. Hey, haben Sie noch einen Hammer mit in der Klospülung drin oder was? Poltert das? Handtücher, okay. Beim Handtücher ja. Hier. Aber wieso hängt ja kein Handtuch? Wo soll das waschen? Trocknen die sich immer die Hände hier ab und tun das da wieder rein oder was? Hä? Da gibt irgendwie gar keinen Sinn. Und es sind ja auch keine Duschhandtücher, weil ja, ne? Es ist halt ein Gäste-WC. Magazin ansehen. Autorenmagazin. 50 Gewinnspiele mit Preisen im Wert von 21.000 Dollar. Stephen King, Kritiken, die Kunst der Bewertung, veröffentlicht werden. Das Geheimnis, die leere Seite, wie 20 Top-Autoren damit fertig werden. Düm, düm, düm. Autormagazin. Coole Sache. Ich finde es cool, dass man sich hier alles angucken kann. Ja, wie gesagt, darum geht es ja auch ein bisschen im Spiel, ne? Okay, Toilettenpapier und dann ist da so. Kleines Baby drauf. Ich dachte jetzt eher, das wäre so Pampers oder sowas, aber. Da sind vier Rollen drin, aber die sind. Da sind die Rollen aber mega. Was sind das jetzt für Rollen im Vergleich? Vier Rollen, 220 Blätter. Infos, die die Welt braucht. Was haben wir denn hier? Ja, nochmal. Alles da. Schön. Soft Plus. Die wichtigsten Dinge im Leben. Schachtel nehmen. Pflaster. 100 Stück. Ja. Sollte in keinem Bad fehlen. Und hier gleich nochmal. Oh. Aber unsere Schwester ist anscheinend abgehauen, ne? Also wie wir das jetzt eben rausgelesen haben. Powder Cleanser. Okay. Oder? Aber für den Hintern? Oder? Keine Ahnung. Hallo? Handseife. Green Apple. Naja. So. Das war's dann mit dem Bad. Dann gucken wir doch mal. Da ist ein Familienfoto. Dann gehen wir gleich mal hin. Was haben wir denn hier? Cool Country. Plan lesen. Weltweiter Flugplan, gültig ab dem 1. Juni 1994. Wir sind ein halbes Jahr unterwegs gewesen, das kommt dann so in etwa hin. Date ist Abflug 6.7.94. Flug 881. 12:10 Uhr nach Amsterdam, also zur Mittagszeit. Hier können wir jetzt das Ganze sehen. Also. Ja, also ein Jahr war sie weg, stimmt, ein Jahr. Und hier sehen wir, wo sie überall war oder hin wollte. Jedenfalls ist sie erstmal nach Amsterdam geflogen, aber sie wollte ja nur nach Europa. Und wir hatten jetzt gesehen, da war eine belgische Flagge auf ihrer Tasche drauf. Also war sie, ist sie jetzt erstens nach Amsterdam geflogen, also nach Holland, Niederlanden. Und ist dann von dort aus wahrscheinlich dann zu den restlichen europäischen Ländern, die sie sehen wollte. Ich weiß jetzt nicht genau, wo sie überall jetzt war, weil das stimmt ja jetzt nicht so ganz. Sie ist wahrscheinlich von einer dieser Städte ausgeflogen, glaube ich. Von Cincinnati oder von Newark ist das, glaube ich. Ich kann es nicht richtig sehen. Jedenfalls ist sie von dort aus losgeflogen. War auf jeden Fall ein Jahr in Europa. Zumindest. Erstmal in Amsterdam, dann wohl irgendwo in Belgien. Hallo Flocke, grüß dich. Notiz lesen.
Sam, dein alter Freund Dani hat angerufen. Er möchte herkommen und sich das neue Haus ansehen. Ruf ihn zurück. Mom, Danny ist ein totaler Spinner. Als wir klein waren, habe ich nur mit ihm abgehangen, weil er ein Nintendo hatte. Oha, böse Anschuldigung hier. Der hat nur mit ihm gespielt, weil er ein Nintendo hatte. Frech. Übrigens auch ein. Hier war nochmal der originale Text, genau, zu kurz jetzt reingehalten. Und ja, finde ich cool, dass wir jetzt hier nochmal den originalen Text lesen können und dann halt das Nachrichten abspielen. Drei Nachrichten. Sam. Sam. Hallo. Sam. Sam, where are you? Really? I need to talk to you. Hi, Mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so love you. See you soon. Bye. Also erstmal, das Mädchen, das angerufen hatte und Sam sprechen wollte, war ja sehr verzweifelt und wollte unbedingt mit Sam reden. Aber Sam, anscheinend hat niemand hier im Haus diese Nachrichten abgehört, die letzten zwei, sonst hätten wir sie nicht abhören können. Und unsere eigene Nachricht, als wir gesagt hatten, dass wir von Europa zurückkommen, mit der Uhrzeit und welchen Flug wir nehmen, wurde anscheinend hier auch nicht mehr abgehört. Also hier wurde seit Tagen keine Nachricht mehr abgehört im Hause. Was ist bloß los? Und Sam ist ja gar nicht da. Aber warte mal, wenn... Oh, warte. Sam... Ich kann gar nicht sprinten. Okay, wenn ich Shift drücke, zoome ich ran. Ich wollte jetzt gerade mal zurückspinnen, aber man kann nicht. Ist auch gut so, wenn wir die Atmosphäre mitnehmen. So, dann gucken wir doch mal, was hier drauf steht. Katie, tut mir leid, dass ich nicht da sein kann, wenn du kommst. Aber die Nachricht wurde ja gar nicht abgehört. Von dem Anrufbeantworter her. Oder wurde sie abgehört, aber nicht gespeichert? Nicht gelöscht? Kann natürlich auch sein, ne? Wir sehen uns irgendwann wieder, macht dir keine Sorgen. Ich will nicht, dass es jemand weiß. Anscheinend ist Sam zu ihrer Freundin, ich weiß nicht, ob Freundin in, ne, egal in welcher Beziehung, hin ist und hat halt hier alles verlassen und hat unsere Nachricht abgehört, dass wir kommen. Und wir sollen Mom und Dad quasi nichts davon sagen. Das ist so ein bisschen der Hinweis da. Also hat wahrscheinlich die Schwester doch unsere Nachricht abgehört. Okay. Jetzt, ich muss das halt auch mal abhören hier als Verständnis, ne? Also deswegen habe ich das jetzt gerade nochmal gefragt. Telefon nehmen. Leitung ist tot. Oh, halb schräg draufgelegt. Nichts drinne. So, Sam ist dann anscheinend diese hier. Diese Dame, die ist ja 17 Jahre alt, haben wir vorhin rausgehört. Dann haben wir Katie. Das sind wir. Ja, das ist Mom. Also Jen steht hier auch da. Und unser, ja, Vater wird dann halt Abkürzung Terry genannt. Der Terry. Ja, jetzt hat man dann auch mal ein Bild. Ich habe es mir eh schon zusammengereimt jetzt anhand der Texte und alles, was wir jetzt herausfinden konnten. Aber jetzt wird es hier nochmal bestätigt, umso besser. Was haben wir denn? Ach du Scheiße. Oh. Da gehen wir mal noch nicht hin. Das ist mir jetzt da zu groß erstmal. Gut, hoch ist hier oben. Drücke 2 oder M, um deinen Standort im Haus zu sehen. Oh. Vielleicht gehen wir doch jetzt mal unten lang. Scheiße. Ja, vielleicht gehen wir doch jetzt mal unten lang. Ich glaube, das wird hier ein bisschen größer.
gehen wir mal unten lang. Obere Etage ist halt noch, ja, komplett unerforscht. Ich glaube, da oben sind auch die Schlafzimmer. Die Türen sind aber auch mächtig dick, ne? Also, wenn du mal guckst, die haben aber auch ordentlichen Umfang. So, es soll ja auch eine Villa im Wald sein, Extreme. Ja, also, stimmt, es ist hier schon eine Villa. So, dann gucken wir doch mal. Hier ist wieder ein Brief. Hier wird sehr viel geschrieben in der Familie. Oder sie erhalten viele Schreiben. Aber wie gesagt, das war ja auch in den 90ern. Dann wurde noch öfters geschrieben. Nicht so wie heute, ne? So. Willkommen, Neuschüler. Wir hoffen, du bist genauso gespannt auf deinen ersten Schultag an der Goodfellow High School wie wir. Bitte bringe folgende Dinge zu deinem ersten Unterrichtstag mit, damit du auch gleich loslegen kannst. Irre. Irgendwie piepen die ganze Zeit. Eine stabile Mappe mit Innenlaschen. Da redet irgendjemand, irgendwie creepy. Jene eine für deine 6 Unterrichtsstunden. Ein liniertes Notizbuch pro Unterrichtsstunde oder ein einzelnes großes Notizbuch 6-mal unterteilt. Mindestens 6 Stifte mit blauer oder schwarzer Tinte. Und 6 Bleistifte. Eine Packung Buntstifte, ein normales Kombinationsschloss für deinen Spind, ein gehaltvolles Mittagessen oder 2,5 Dollar. Für $2,50 für dein Essen in der Schulcafeteria. Eine positive Einstellung. Aha. Vergiss bitte nicht, in der Nacht vorher genug zu schlafen. Okay. Und sei bitte um 8 Uhr bereit für den Unterrichtsbeginn. Bis bald und noch einmal willkommen, Beth Valance, Direktorin. Allein hier diese ganzen Vorgaben. Hier geht es ja noch. In Deutschland war das ja damals so. Nur einen Pelikanfüller bitte. Tintenkiller von der und der Marke und dann das DINA bla 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 Hausaufgabenheft darf nur so und so groß sein und ne, es muss ja alles seine Werte, DIN-Norm haben in Deutschland. Das fand ich ja früher größter Bullshit, dass man zum Beispiel immer Pelikanfüller haben musste. Du musstest den ja haben. Wieso ging denn nicht ein 0815-Füller? Wieso musste es diese Marke sein? Also das war zum Beispiel etwas, das ist so, boah, ganz grausam. Weiß nicht, wie es heute ist. Ich hoffe, ist es nicht mehr so, aber früher war es ganz schlimm. So, hier steht jetzt nochmal Original und auch unterstrichen, was man halt braucht. Unterschrift der Direktorin. Ja, also so sieht das Schreiben ja ganz hässlich aus. Also, da war das jetzt hier irgendwie so schöner aufgelistet, wenn du dir das anguckst, so schon hässlich. Ja genau, für Mathe bitte eine blaue Mappe und Deutsch eine rote, genau. Und dann war Gelb Englisch oder Geschichte, wie auch immer, da gab es ja immer diese ganzen und Bio grüne Ordner und ach, Deutsch war in Deutschland war das immer ganz schön. Oh. You are so lucky you finished high school before we moved into this house. So, it's the first day of school. And there I am, introducing myself to the class. And I say that I just moved into the house on Arbor Hill. All of a sudden, every kid in the room turns and just stares like I suddenly transformed into a mutant. I just stood there, pushing pretty hard for a rewind button. Because now maybe nobody knows my name, but they all know who I am. The Psycho House Girl. Great. Okay, also wir werden immer wieder einfach so Tagebucheinträge von Sam erfahren. Es geht hier also eigentlich hauptsächlich um die Schwester. Ja. Und anscheinend hat es hier mal gespukt oder die Leute dachten, dass es hier spukt. Und die Türen gehen halt in beide Richtungen aus, sind halt so Western-Türen, kennt man ja klar. So Scharniere sind ja gängig. Nein, das ist einfach nur gemacht, damit man nicht sich festpackt. Ne, rot war Englisch, blau war Deutsch und gelb war Mathe. Hä? Also ne, bei uns in NRW war das halt so, also zumindest in meiner Stadt in NRW war es so, dass immer blau war Mathe. Rot war Deutsch und Gelb war bei mir, glaube ich, Geschichte. Grün war Biologie und da gab es ja noch Schwarz hier, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr alles, aber das waren so groben die. Aber okay, anscheinend war auch das überall unterschiedlich, aber kennt man ja das Bildungssystem in Deutschland. Ha, eine der Postkarten, die ich geschickt habe. Oh, ja, okay. Hi Mom, Dad und Sam. Ich bin in Paris. Ich habe viele Paris-mäßige Sachen gemacht. Zum Beispiel ich kann kein Französisch, essen und einen Berett tragen.
Ich werde jede Menge Fotos haben, wenn ich wieder zurück bin. Sam, ich bring dir was von Shakespeare and Company mit, weil du meine Lieblingsschwester bist. Hab euch alle lieb. Patty. Jo, also Paris ist ja auch so ein Standard-Reiseziel für Leute, die nach Europa reisen. Karten nehmen. Aha. So, Kartenspiel halt. Ich glaube, da läuft die ganze Zeit so eine Notfallwarnmeldung, ne? Wir halten einfach nur einen Bleistift. Nachruf lesen. Oscar Mason aus Boone County ist letzten Monat friedlich in seinem Haus verstorben. Mr. Ma Ma oder Mazan wurde am 8. September 1933 in dem Haus geboren, in dem er auch den Rest seines Lebens verbringen sollte. Schon in jungen Jahren machte er seinen Abschluss in Pharmazie und kehrte nach dem Studium nach Boone County zurück. Schon bald wurde er eine vielgeliebte Person des öffentlichen Lebens. In den Jahrzehnten von seiner Hinscheid vor seiner Hinscheidung sah man ihn nur selten sein Haus verlassen. In der First Methodist Church wird an diesem Sonntag um 13 Uhr eine öffentliche Gedenkfeier stattfinden. Alle sind herzlich eingeladen. Hinterlässt unter anderem seinen Neffen Terence Greenbrier sowie im Geiste die Menschen von Boone County, denen er so viel Freude und Wohlbehagen gegeben hat. Also ist sie anscheinend unser sein Neffe, dann Großonkel hat hier mal gelebt, dann anscheinend. Foto. Okay, das Esotto. Aber wer ist denn das? Ist das unsere Mutter? Sind ja nicht wir. Wir sind ja nicht im Militär, oder nicht? Wir sind ja selber noch relativ jung. Wir waren jetzt in ein Jahr auf Reisen. Also wenn ich mir das Bild, ah, ich kann nicht sprinten. Jedes Mal würde ich sprinten. Wenn ich mir das Bild jetzt hier angucke, waren wir das vielleicht doch. Aber wir sind ja jetzt auch, sag ich mal, höchstens Mitte 20, würde ich sagen. Allerhöchstens. Unsere Schwester ist 17. Und das ist vom Aussehen her nicht. Vielleicht sind doch wir das. Vielleicht doch, Katie, sie war ja ein Jahr in Europa. Vielleicht ja doch militärisch. Ja, vielleicht. Vielleicht waren wir doch militärisch unterwegs. Ich habe keine Ahnung. Kann sein. Also vom Foto her würde ich auch sagen, dass das nicht die Mutter ist. Das sind dann, wenn dann wir quasi. Dann kann das sein, dass wir da wirklich militärisch irgendwie einen Auftrag hatten oder eine Dienstreise oder eine Schulung oder Training oder irgendwas in der Art. Auf jeden Fall diese Warnmeldung die ganze Zeit.